BDEW-Kongress 2012. Podcast. FAZ-Gespräch. Zentral versus dezentral. Gegenläufige Trends oder gemeinsame Perspektive. Dr. Georg Müller. Dr. Rolf-Martin Schmitz. Ewald Woste. Moderation Andreas Miem. Meine Damen und Herren, jetzt hören Sie mich. FAZ-Gespräch steht als nächstes auf dem Programmheft. Aber wenn man die eindrückliche Schilderung von Herrn Reus hört über diese Projekte und die Problembereiche in Ländern der Dritten Welt, wo man hier mit konkreter Aktion, was er hilft, auch was tun kann, was helfen kann, kommen einem natürlich manche Probleme, die wir hier so diskutieren, vielleicht doch ein bisschen sehr weit weg und vielleicht doch eher klein vor. Aber letzten Endes hat mich das, was Herr Reus da gerade beschrieb, doch ein Stück weit auch wieder an unser Thema hier erinnert, denn letzten Endes sind die Projekte, über die er geredet hat, auf der Wasserseite und es gäbe Dutzende auf der Energieseite, die man ähnlich aufzeichnen könnte, beschreiben könnte, natürlich alle extrem dezentral, denn in vielen dieser Ländern gibt es überhaupt keine zentrale Energieversorgung, keine zentrale Stromversorgung und vielleicht ein wenig holprig, aber ich hoffe, damit sind wir beim Thema angekommen. Meine Herren hier oben, herzlich willkommen, Herr Woste, Schmitz. Herr Woste, ich muss Ihnen die Herren nicht weiter vorstellen, meine Damen und Herren, Herr Müller von der MVV. Sie kennen sie alle besser als ich, wie man gerade merkte. Ja, Herr Woste, alle reden von mehr Dezentralität. Unser Thema hier, zentral versus dezentral, gegenläufige Trends oder gemeinsame Perspektiven. Sie werden mir nachher sagen, dass es gemeinsame Perspektiven, dezentral und zentrale Versorgung natürlich. Aber wenn man sich jetzt nochmal so kurz vor Augen hält, was wir jetzt im letzten Jahr so energiepolitisch gesehen haben, Herr Woste, dann verabschieden wir uns doch eigentlich von einer wunderbar dezentralen Versorgungswelt in Deutschland, nämlich einer Erzeugung, die verbrauchsnah ist und entwickeln uns hin zu einer sehr zentralen Versorgungswelt, nämlich mit Schwerpunkten der Versorgung an ganz bestimmten Ecken und Enden der Republik, wo wir dann große Mühe haben, den Strom mit abzutransportieren. Täuscht dieser Eindruck? Das ist jetzt eine interessante These, Herr Miem. Also ich nehme die Entwicklung in den letzten Monaten so oder letzten Jahren so wahr, dass wir für die Versorgung einer Industriegesellschaft, wie wir sie nun mal sind, zentrale Strukturen brauchen und dezentrale Strukturen. Wenn ich aber Ihre Frage richtig aufnehme, dann meinen Sie mit Zentralität, dass Windparks an Stellen entstehen, also der dezentrale Ausbau an Stellen entsteht, wo es uns nur sehr mühsam gelingt, dieses wieder in die Netze zu integrieren und zu den Verbrauchern abzutransportieren. Und wenn ich Ihre Frage richtig verstehe, kann ich diese These unterstreichen. Wir haben eine zentrale Erzeugung künftig, genau, wenn dann alles so klappt, wie wenn dann alles so klappt, wünscht, dann haben wir Offshore-Windparks in der Nordsee, wir haben viel Onshore-Windparks. Wir haben und das ist dann das Gegenteil von dem, wo Politiker und andere darüber reden, dass wir mehr Dezentralität in der Versorgung bekommen. Ja, wir werden aber beides haben. Wir haben ja dann auch noch einen erheblichen Anteil an Photovoltaik, der eindeutig dann dezentral ist, der sich auf Einfamilienhäusern befindet. Wir haben einige größere Solarparks. Also die Welt in der Erzeugung wird eindeutig bunter, sie wird anstrengender und sie wird schwerer zu integrieren sein. Das ist sicherlich die Herausforderung, vor der wir stehen. Herr Müller, oder heißt Dezentralität vielleicht vor allem das möglichst, also im politischen Sprachgebrauch vielleicht, wir sind ja hier in Berlin, dass möglichst viele Strom erzeugen sollen. Ist das Dezentralität? Also ob das Sollen am Ende richtig ist, weiß ich nicht, aber das wird die Realität wird genau so sein. Denn wenn Erzeugungseinheiten kleiner werden, dann wird es einen Pluralismus von Teilnehmern, von Energieerzeugern geben. Ob wir so weit gehen würden, Herr Miem, da würde ich vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, auch Privathaushalte als Energieerzeuger einzusortieren, obwohl jeder natürlich, der eine Photovoltaikzelle, ein Modul auf dem Dach hat, tatsächlich Energie einspeist. Das würde ich aber nicht als Energieerzeugung verstehen. Aber faktisch ist ganz klar, dass Dezentralität zu kleineren Einheiten und dann auch zu mehr Spielern, die in diesen kleineren Einheiten investiert sind, führt. Das ist dann ein industriepolitisches Argument und kein versorgungs- oder energiepolitisches Argument, richtig? Ja. Und das gilt nicht nur für Strom, sondern das gilt auch für Müllverbrennung? Ach, glauben Sie doch nicht alle Gerüchte, die auf irgendeinem Markt gehandelt werden. Aber Herr Dr. Müller, wir hatten gehofft, dass Sie jetzt heute den Kaufabschluss bekannt geben würden. Das war eigentlich unsere Hoffnung.
Das wäre eine gute Gelegenheit. Ja, jetzt sind wir unter uns hier. Ich meine, da kann man doch mal die Karten auf den Tisch legen, oder? Das Schöne ist ja tatsächlich, dass die Hälfte der Gerüchte falsch sind. Lassen Sie sich mal überraschen, welche Hälfte. Das heißt, die andere Hälfte ist richtig? Okay. Ich kriege jetzt langsam Sorgen, dass Sie mir meinen Job streitig machen. Nein. Also, nein, Herr Mim, ich halte das ist beim BDW immer so. Sie hacken so intensiv nach, dass ich mir schon fast... Ich würde es auch gerne wissen, weil wir haben ja auch ein paar Interessen. Ja, und da kann man ja, vielleicht okay. hier BDW mit Arbeit... Vielleicht versuchen wir es nochmal, Herr Müller. Welche Hälfte stimmt denn, welche Hälfte stimmt nicht? Wissen Sie, Energiewirtschaft hat ja gelernt, über Zeitachsen zu reden. Und diese Zeitachse lautet, das müssen Sie abwarten. Gut. Wir warten das Hälfte ab. Und dann den Rest. Jetzt sind Sie dran, Herr Schmidt. Sie kriegen nämlich jetzt passgenau eine Vorlage von mir. Aha. Sie sind ja der Vertreter des großen Zentralen. Alles schon mal vertreten, ja. Ja, also Sie, es kippt so ein bisschen zu meiner linken Seite quasi sozusagen. Aber groß heißt auch speckig, fett, nicht leistungsfähig, oder? Und das ist die bayerische Perspektive, oder? Ist das die Perspektive aus München? Das ist die also Herr Dr. Schmitz hat mir vorhin gesagt, er möchte hier oben Feuer auf dem Podium und er möchte nicht eine langweilige Diskussion. Da habe ich gedacht, die kann er haben. Genau. Das Schöne ist, ich brauche nicht mal was zu sagen dabei. Wir gucken jetzt mal, wie geschichtsfest Sie sozusagen sind. Ja? Aber nicht Mao, bei AWE, bin ich erst Maos großer Sprung, Ende der 50er Jahre. Ja? Jedem sein Stahlwerk. So alt bin ich auch noch nicht. Ja, ich weiß, aber das haben Sie bestimmt auch in der Schule mitbekommen. Überall auf dem Land sollten kleine Hinterhöfe Öfen gebaut werden, damit der Bauer seinen Stahl selbst produzieren konnte. Wir wissen, wo das hingeführt hat. In einem dezentralen Fehlschlag historischen Ausmaß. Die Chinesen haben Jahrzehnte gebraucht, um sich davon wieder zu erholen. Ist Dezentralität für die deutsche Energieversorgung vor dem Hintergrund ein Maßstab, den wir nutzen sollten? Also die Energieversorgung wird klar dezentraler werden, weil ich mehr Erzeugungsmöglichkeiten habe. Da würde ich jetzt auch deutlich Georg Müller widersprechen. Photovoltaik ist für mich dezentrale Erzeugung. Wir haben 25.000 Megawatt da jetzt. Das wird relativ schnell weiter steigen. Aber nur noch bis 52, dann ist Schluss. Ja, das reicht ja. Ne? Das ist so, wir hatten mal 120.000 Megawatt. Wir haben eine Spitzenlast von 80.000 Megawatt. Das sind 52 schon eine ganze Menge. Und insofern, da kommt es dann auch nicht mehr drauf an, solange es noch irgendeiner bezahlen möchte oder kann. Für das Energieversorgungssystem ist es eine Herausforderung. Aber ich habe eben dezentrale Strukturen. Wir haben bei uns am Netz 200.000 Photovoltaikanlagen jetzt. Ich brauche aber zentrale Strukturen. Sie sprachen eben die Offshore-Windparks an. Das ist vergleichsweise ja Peanuts dagegen, was da kommt und wo ich dann mal eine Stromautobahn brauche. Nur ein bisschen verlässlicher, weil es einfach mehr Stunden gibt. Aber ich glaube, wir brauchen noch weiter fossile Backup-Kraftwerke. Das heißt, wir brauchen Kraftwerke, die relativ wenig laufen, die aber dann einspringen, über die Bundesrepublik verteilt und deswegen wieder mehr dezentral in dem von Ihnen angesprochenen Sinne und dann Netzstützung nehmen, die, ich sag mal, Ergänzungslieferung nehmen, weil sonst das System einfach zu teuer wird und auch zu aufwendig wird vom Handhaben her. Alles andere wäre ja auch schlecht für RWE. Och, wissen Sie, wir können alles, ne? Jedenfalls behaupten wir das. Und daher, wir machen im erneuerbaren Bereich unser Geschäft, wir machen im dezentralen Bereich unser Geschäft und wir machen es bei den fossilen. Man muss nur schauen, dass die Übergangszeiten dazwischen in einer vernünftigen Art und Weise handelbar sind. Das wird jetzt gerade bemerkt und ich habe den Eindruck, gerade seit einigen Monaten, dass der Gleichklang zwischen Politik und Wirtschaft wieder und gerade Energiewirtschaft deutlich größer geworden ist. Da hat man lange um Kernenergie und solche Themen gerungen, das Thema ist durch. Jetzt erkennen alle, so einfach geht es doch nicht mit der Energiewende und plötzlich dürfen wir sogar wieder mit an den Tisch. Na, schön für Sie. Ja. Herr Wurste, Frau Müller hat heute Morgen... Und für die anderen, nicht nur schön für mich. Für alle schön. Frau Müller hat heute Morgen in ihrer Rede drei Beispiele genannt dafür, dass es in den Ländern, naja, ich sag mal, Autarkiebestrebungen vorherrschen. Man hätte eine Reihe von weiteren, glaube ich, noch anfügen können. Sie hat Baden-Württemberg ausgelassen, dann da kam der erste Brandbrief her bezüglich, man müsse mehr Förderung für Gaskraftwerke haben. Die versteht man ja nicht, das ist das Problem. Wen versteht man nicht? Baden-Württemberg, Sie können alles außer Hochdeutsch. Aber das war ja geschrieben, das war ja nicht gesprochen. Ach so. Ja, also Frau Müller sagt, in Bayern hat Herr Seehofer versucht oder Hinweise gegeben, dass man sich autark machen will. Sein Wirtschaftsminister verhandelt mit Gazprom über Gaslieferungen, während RWE und Ehren vom Schiedsgericht mit Gazprom sind bei den Preisen. Schleswig-Holstein will 300% als Ziel erneuerbare Energien sich vornehmen, laut Koalitionsvertrag. Und in Thüringen weiß man nicht genau, ob man die Stromtrasse jetzt überhaupt noch bauen soll nach Bayern, wenn Bayern denn ja eine autarke Energieversorgung aufbaut, was ich wiederum für logisch halte eigentlich. Wenn schon dezentral, dann aber 16 Mal dezentral mindestens?
Das ist, glaube ich, der rote Faden, der sich durch den heutigen Tag auch gezogen hat. Also ich finde, dass Herr Altmaier das sehr deutlich auf den Punkt gebracht hat, dass hier eine Abstimmung stattfinden muss, dass er diese Rolle übernehmen will. Ich verstehe auch den Hinweis von Herrn Seehofer so, er hat nicht gesagt, wir bauen, sondern wir müssen, wenn die Leitungen nicht kommen und wenn wir halt den Windstrom nicht nach Süden abführen können, müssen wir daran arbeiten, in Bayern auch Produktionsstruktur zu erhalten. Und daher kommt dann die Autarkie-Diskussion. Vielleicht ist es auch ein Hinweis, diese Diskussion dahin zu befeuern, dass die Leitungen jetzt tatsächlich gebaut werden. Also ich würde das mal positiv übersetzen. Und das ist einfach in der Tat die große Herausforderung. Ich glaube, Dezentralität braucht wirklich mehr Zentralität. Denn wir haben zwar Dezentralität in der Erzeugung, damit ich damit etwas tun kann, brauche ich mehr Zentralität, ich sage mal, im Netzbetrieb, in der Verschaltung dieser Anlagen, im Ausgleich in diesen Anlagen. Und da haben wir auch so eine Diskussion um möglichst viele kleine Netze, ein paar große, die war heute Morgen, klang die ja schon mal an. Damit wir solche vielen Einspeisungen richtig handhaben können, damit wir auch diesen Mix von Energieformen, Erzeugungsformen handhaben können, brauchen wir einfach größere Netzverbünde. Das hat mit Eigentum nichts zu tun, aber ich muss es anders fahren können. Es ist jetzt ein guter Aufschlag gemacht worden mit dem Netzausbauplan der Bundesnetzagentur, der von den Übertragungsnetzbetreibern kam, wo entsprechende Vorschläge drin sind. Das wird sich für das Verteilnetz aber genauso ergeben. Und um auf mein Unternehmen zu kommen, auch da kann man Geld mit verdienen. Das mit den Netzverbünden sollten Sie jetzt nochmal erklären, auf der Verteilnetzebene. Bei der Verteilnetzebene habe ich ja sehr viele kleine Einspeiser. Onshore-Anlagen gehen in die Mittelspannungsebene rein oder in die Hochspannungs-, aber nicht in die Höchstspannungsebene. Jedenfalls nicht, wenn es riesige Parks sind. Die Photovoltaik, auch größere Photovoltaikparks, BRKWs, dann Mikro-KWK und alles, was ich so habe, geht ins Verteilnetz rein. Ich habe natürlich mehr Möglichkeiten, über ein größeres Netz Ausgleich zu schaffen, diese intelligent auszustatten, diese Intelligenz zu nutzen. Also wenn ich sehr viele kleine Teilnetze mit Übergabestationen habe, so wie Zellen bei der Telekommunikation, da muss ich sehr viel Arbeit mehr machen mit dem Handshake zwischen den einzelnen Zellen. Und da diese Netze nicht Ihnen alle gehören, machen Sie jetzt was? Wir sind an vielen Stellen da, wo jetzt zum Beispiel Rekommunalisierungsbestrebungen sind oder Konzessionen weggehen, versuchen wir aber auf jeden Fall den Netzbetrieb weiterzumachen. Und die Partner, die wir dort vorfinden, die gerne Eigentum am Netz haben oder Teileigentum am Netz haben, verstehen das auch zunehmend. Und insofern versuchen wir überall den Netzbetrieb weiterzuführen, damit wir eben diese Vorteile eines größeren Netzes im Betrieb auch weiter nutzen können. Mhm. Und wir sind auch gerne bereit, wenn jemand Netze zu viel hat, da den Betrieb zu übernehmen, sie anzupachten oder Ähnliches, um damit auch der Energiewende einen guten Dienst zu tun. Ich weiß nicht, ob jetzt muss ich aber sagen, das, was RWE tut, ich weiß nicht, was MVV macht, macht Tüger auch. Also, war ich von ausgegangen. Wer mit RWE nicht ausgegangen. Zufrieden ist, kann sich auch an die Tüger wenden. Wir bieten das Gleiche natürlich auch als... Ja, dazu gehört aber Vertrauen ins Unternehmen. Ich glaube, in die Tüger kann man absolutes Vertrauen haben. Rolf Martin Schmitz war lange Vorstand der Tüger, hat dieses Unternehmen mit dahin gebracht, wo es heute steht. Also von daher kannst du ja eigentlich nur sagen, wenn nicht zu euch, geht zu Tüger, oder? Ich bin sicher, meine Damen und Herren, MVV hätte auch noch ein Angebot. Ich wollte es gerade sagen, da ich bei 16% von Herrn Müller gekauft habe, beziehungsweise von seinem Vorgänger, würde ich dem auch volles Vertrauen geben. Ein bisschen auf der bevor wir uns hier zu einig auf der Bühne werden, wir sollten ja polarisieren. Ja. Lassen Sie mich, Herr Miem, noch mal einen Satz zu dem doch latenten Vorwurf an die Länder sagen, die machen jetzt 16 Länder Energiepolitiken. Also ich würde eigentlich, mir fallen drei Dinge dazu ein. Das erste ist, ist es nicht zunächst mal ein Symptom dafür, dass es eine Koordinierung auf Bundesebene zu lange nicht hinreichend gegeben hat? Meine Antwort darauf wäre ja. Ist Herr Hohmann noch im Raum? Das Zweite ist, dass Dezentralität zentral nicht gemanagt werden kann. Davon bin ich fest überzeugt. Also dezentralere Ansätze, über die wir uns einig sind, verlangen auch dezentralere Unterstützung. Ich glaube zum Beispiel, dass Stuttgart 21 aus Berlin nicht gemanagt werden konnte. Es konnte auch aus Stuttgart nicht gut gemanagt werden. Das wissen wir heute alle. Aber dezentrale Ansätze brauchen, glaube ich, dezentrale Stütze. Das ist drittens, glaube ich, überhaupt kein Fragezeichen daran, dass wir mehr Koordinierung brauchen. Aber zu glauben, man könnte eine zentrale, bundeseinheitliche Plansicht, bewusst überspitzt formulieren, ausschließlich zuständig machen und dezentrale Initiativen damit komplett ausbremsen, würde ich für verfehlt halten. Aber ich glaube, diese Koordinierung muss schon stark steuernden Charakter haben, damit die Anlagen auch da gebaut werden, wo Netze sind und nicht, wie es heute mehrfach als Beispiel gebracht wurde, wir haben eine Anlage, die muss bezahlt werden, EEG-Umlage steigt weiter und es kommt nichts raus.
Daher sehe ich da schon eine deutlichere Steuerung, nicht Regulierung, sondern Steuerung in diesen Dingen, indem man Rahmenbedingungen setzt, die dann dezentral ausgefüllt werden können. Auch da kein Widerspruch, aber auch aus technischen Gründen, jetzt hänge ich mal meinen Maschinenbauer aus mir raus und da hat der Jurist es dann schwer, ne? Braucht man halt schon mal etwas mehr. Ja, das ist halt so. Täuschen, ne? Sie sich nicht. Die Physik lässt sich, Naturgesetze kann man immer noch nicht durch Gesetze ändern. Und Sie brauchen da schon eine zentralere Steuerung, dass sie wirklich die Anlagen auch dahin bauen, wo das Netz steht, wo es abtransportiert werden kann. Früher war es so, sie mussten nachweisen, wenn sie ein neues Kraftwerk bauten, dass an der Stelle auch das Netz da war, dass sie 24 Stunden am Tag, 365 Tage diesen Strom noch abliefern konnten. Ich habe selbst die Erfahrung mal gemacht, in Italien war das nicht der Fall, da wusste ich das nur nicht und da haben wir ein Kraftwerk mal gebaut von E.ON, da war das mit dem Netz ein bisschen schwierig und das müssen wir heute eigentlich auch wieder haben, dass der Nachweis geführt werden kann, wenn die Anlage steht, ist auch ein Netz da, was den Strom aufnehmen kann und das Henne-Ei-Problem haben wir dann nicht mehr so. Da darf ich bitte direkt darauf antworten. Sie haben gerade gehört, was Herr Schmitz gesagt hat. Er hat ein großes Wort gesagt. Er hat gesagt, Anlagen werden da gebaut, wo Netze sind. Das heißt, Offshore-Windparks werden nicht gebaut. Die Frage, die sich tatsächlich stellt und die Herr Schmitz gestellt hat, ist ja richtig. Aber ich glaube, mit der Antwort müssen wir sorgfältiger umgehen. Die Frage ist tatsächlich, werden Anlagen da gebaut, wo Netze stehen und zementiert damit Netzinfrastruktur das System für 10, für 20, für 50 Jahre? Darauf wäre meine Antwort falsch. Unscharf ausgedrückt. Lassen Sie mich mal zu Ende sagen, auch ein Jurist hat man das Recht, mal eine technische Sache auszuführen. Deswegen ist die wirkliche Frage, die wir mit dem NEP beantworten müssen, auch im Zusammenhang mit den HGÜ-Leitungen, die geplant werden, wie viel von den Übertragungsnetzen, die der NEP, den ich für richtig halte, dass es ihn gibt, vorsieht, wie viel brauchen wir tatsächlich oder wie viel davon lässt sich dadurch vermeiden, dass wir dezentral in Verteilnetze einspeisen und dann nicht in Übertragungsnetze quasi transportieren müssen. Und wenn die Frage beantwortet ist, dann ist aus meiner Sicht eine der wesentlichen Prämissen für, wie sieht die Energiezukunft mittel- und langfristig in Deutschland aus. Die ist damit gesetzt, die ist dann allerdings auch nicht mehr veränderbar. Deswegen ist die so wichtig. Und bis die Frage beantwortet ist, haben wir 38% erneuerbare, 50% erneuerbare? Das glaube ich nicht. Das lässt sich mit Prognosen, glaube ich, in einer Frist von einem Jahr gut beantworten. Also wir haben ja eine Diskussion Wer kann das, Moment, und wer übernimmt die Rolle? Wer macht das? Bundesnetzagentur, brauchen wir ein neues Gremium oder macht der BDEW das, Frau Müller? Ich glaube, das bedarf einer Koordinierung. Es kann aus meiner Sicht, und das möge Herr Hohmann, wenn er noch im Saal wäre, nicht als Fragezeichen an die BNA verstehen, das kann aus meiner Sicht nicht die BNA sein, weil die BNA zu sehr aus der Netzsicht drauf guckt. Wir brauchen ein Netz und eine Erzeugungssicht. Und das kann die BNA aus meiner Sicht nicht leisten. Wer kann es leisten? Ja, ich glaube, das muss dann wohl ein politisches Gremium sein. Herr Schmitz. Also ich glaube schon, dass die BNA das leisten könnte, aber dass es auch im Zusammenspiel der Energieversorger zu leisten ist. Wenn wir auf die Ausbauziele der Bundesrepublik kommen wollen, 80% etc., dann werden wir an Offshore-Wind nicht vorbeikommen, weil allein über Photovoltaik und über Wind Onshore werden wir diese Zahl nicht erreichen können. Insofern ist Offshore-Wind aus anderem Grunde gesetzt. Und ich hatte eben ausgeführt, wenn ich nicht sehen kann, wenn die Anlage steht, dass dann auch ein Netz da ist, dann sollte ich es nicht machen. Bei Offshore-Wind sind wir deutlich davon ausgegangen, weil es eine klare Regelung gibt. Ich melde den Windpark an, 30 Monate später muss die Netzverbindung stehen. Insofern, Kollege, Widerspruch, gut interpretiert und gekontert, aber war am Thema vorbei. Wir sollten uns streiten. 30 Monate, die klappen jetzt nicht so richtig, weil es technische Probleme gibt, weil es Lieferprobleme gibt und irgendeinem auch das Geld anscheinend ausgegangen ist oder nicht kreditwürdig genug ist. Ich dachte bis jetzt, der niederländische Staat wäre so. Ich muss mit meinem Kollegen doch mal reden. Und insofern wird Wind Offshore da seinen Platz finden. Wir haben kein Allheilmittel, das ist weder die Photovoltaik, noch Wind Offshore, noch Wind Onshore, noch Biomasse, noch sonst was. Wir werden diese Ausbauziele nur bekommen, indem wir all diese Möglichkeiten nutzen. Und deswegen, es gibt keinen Widerspruch zentral-dezentral. Wir werden all das brauchen, da sagen Sie, das habe ich schon 100 Mal gehört, aber es ist auch wirklich so. Schade eigentlich. Wir werden es brauchen, es schadet auch nicht. Ja, und das kleine Kraftwerk im Keller, ja, wer denn noch eine Heizung braucht, weil er noch kein Passivhaus hat, der kann auch ein kleines virtuelles Kraftwerk im Keller reinbauen. Ansonsten sind diese Anlagen Blödsinn. Wenn Sie ein Haus gut gedämmt haben, brauchen Sie die nicht mehr. Kraft-Wärme-Kopplungsausbau ist wunderbar, solange ich noch einen Heizungsbedarf habe. Und Ähnliches. Also wir müssen auch schauen, dass wir hier nicht
Ziele definieren, die später möglicherweise das größte Einsparvolumen, ist klar, im Raumwärmebedarf gegeben, kontraproduktiv sind und nicht mehr zusammenpassen. Die Rendite, Herr Woster, reicht offensichtlich aus, ja, um diese Netze betreiben zu wollen, wo Sie sich ja gerade eben fast drum geprügelt haben, hier oben auf dem Podium. Also die ist oft gescholten worden, dass die Bundesnetzagentur nicht genug rauslegen würde, aber jetzt habe ich den Eindruck, die könnten noch mal ein bisschen runtergehen eigentlich. Ja? Ich meine, Verzinsung vom Bundes allein fällt sowieso. Ich glaube, man muss trennen, wenn man über Rendite redet, Höchstspannungsseite von Verteilnetzen. Höchstspannung hat es ja Anpassungen gegeben, auch was die direkte Rückführung von Investitionen angeht. Im Verteilnetzbereich hinken wir hinterher. Ich habe Herrn Hohmann heute gut zugehört. Er hat gesagt, wir sind auf dem Weg, wir wollen aber keine Gießkanne. Sage ich mal, kann ich verstehen, denn nicht in jedem Verteilnetz ist die gleiche Problematik, die gleiche Notwendigkeit des Ausbaus, weil der eine hat mehr Photovoltaik, der andere weniger. Wenn man da einen Weg finden kann, dass man weiterhin eine Anreizregulierung erhält im Bestand und für Neuinvestitionen die Möglichkeit hat, diese sofort ins Geld zu bringen, sind wir da auf einem vernünftigen Weg. Das muss man ganz offen sagen. Und da spüre ich auch, dass die Bundesnetzagentur dort gesprächsbereit ist und mit uns gemeinsam diesen Weg gehen will. Wir haben ja ansatzweise schon mal gehört, Sie haben berichtet, was Sie so treiben, Herr Schmitz, mit Windparks in der Nordsee. Was macht denn die Tüger? Das kann ich ja jetzt hier nicht sagen. Das geht ja Warum nicht? Nein, also was wir tun werden... Sie haben eben gesagt, wir sind unter uns. Wir sind ja kein großes Unternehmen wie die RWE, sondern ein kleines, mittelständisches Unternehmen, aber nicht minder erfolgreich. Wir konzentrieren uns, was unsere Aktivitäten angeht, momentan auf Erneuerbare, aber nur onshore. Offshore werden wir nicht machen, das haben wir vor ungefähr einem Jahr entschieden, können wir lange darüber reden, warum. Glückwunsch. Ja, momentan war es die richtige Entscheidung, weil wir weniger Geld verlieren als andere, das ist auch gut so. Aber man soll den Mund nicht zu voll nehmen, man kann morgen auch zu denjenigen gehören, die auch Stranded Investments haben. Deswegen, es war einfach unsere Entscheidung, das war damals eine richtige Entscheidung. Wir machen heute, wie gesagt, 1 Milliarde werden wir in den nächsten Jahren Onshore-Wind investieren, pro Jahr bis zu 150 Millionen. Die Maschine läuft, das passiert jetzt alles. Was wir auch intensiv geprüft haben, war Investitionen in Gaskraftwerke. Wir haben 2 Grundstücke uns gesichert, haben diese Grundstücke aber mittlerweile zurückgegeben, weil Investitionen in Gaskraftwerke für die Tüger-Gruppe, muss ich genauer sagen, zum jetzigen Zeitpunkt wirtschaftlich einfach nicht darstellbar sind. Moment, wenn Sie die Grundstücke auch schon zurückgeben, erwarten Sie auch nicht, dass sie in den nächsten 5 Jahren wirtschaftlich werden? Nein, also wenn ich die Diskussion um Kapazitätsmarkt hier mitbekomme und auch die Schwierigkeit, dann gehe ich nicht davon aus, dass wir in den nächsten 3, 4, 5 Jahren hier zu einer tragfähigen Entscheidung kommen, die dann unsere Investitionsentscheidung ändern würden. Mhm. Herr Müller, was macht MVV? Ich habe mir sagen lassen, Sie haben einen Energiebutler unters Volk gebracht, ja, der dabei ist den unters Volk zu bringen. Der ist gut gekleidet, das ist... Klingt schon mal gut auf jeden Fall. Klingt gut, nicht? Ja. Man muss ja auch was fürs Marketing tun. Und das ist leider noch nichts, was die EBIT-Beiträge signifikant in 2-stelligen Prozentsätzen erhöhen kann. Aber Apple hat auch mal klein angefangen. Das ist der Versuch des automatisierten, elektrifizierten Haushalts, der letztendlich eine Schaltstelle ist, um den Stromzähler mit Verbrauchsgeräten automatisiert zu verbinden, gehört also in die große Welt des Smart Home, des Smart Grid, ist der praktische Anwendungsfall, um aus dem Modellversuch tatsächlich in ein Pilotobjekt zu kommen, um letztendlich zu sehen, wie funktioniert die komplette Wertschöpfungskette, und zwar nicht nur im Labor, sondern im tatsächlich praktischen Leben. Und wie immer erlebt man ganz, ganz erstaunliche Überraschungen, was die Kunden dann daran zurückmelden, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert. Aber im Rahmen unserer Gesamtstrategie ist das natürlich nur ein kleiner Teil. Aber auch das ist, glaube ich, mit Dezentralität. Herr Woster hat eben richtigerweise gesagt, das wird bunter werden insgesamt verbunden, dass wir uns auf solche Wege machen, das tun ja andere auch, wir sind ja durchaus nicht die Einzigen, um Lösungen für Fragen zu finden, von denen wir heute weder die Frage noch die Antwort formulieren können. Herr Woster, gerade eben gab es von links hier schon mal so einen Hinweis, da gibt es auch Leute, die Stromerzeugung im Keller machen wollten, das war eigentlich unsinnig, wenn man das Haus nur vernünftig dämmen würde. Nun ist die Tüger, wenn ich das richtig sehe, mit dem Stichwort Stromerzeugung der Heizung durchaus auch unterwegs. Ist das Projekt von ähnlichem Erfolg gekrönt wie VW und Lichtblick?
Wir haben gesagt, wir müssen uns dem Markt stellen und wenn der Markt sowas nachfragt, müssen wir darauf vorbereitet sein und haben vor dem Hintergrund zunächst mal Rahmenverträge mit Herstellern abgeschlossen, damit die Tüger-Gruppe in der Lage ist, das zu tun. Ich bin genauso skeptisch wie Herr Dr. Schmitz. Ich glaube nicht an dieses Geschäftsmodell, aber wir bereiten uns trotzdem darauf vor, wenn sich dieser Markt entwickeln sollte. Und man sieht ja an dem Lichtblick-Beispiel, ich weiß gar nicht, was da angekündigt worden ist, man irgendwann 100.000 Anlagen, die man installieren wollte. Ich weiß nicht, wie viele Anlagen sich durchgesetzt haben. Aber es ist einfach schwer, solche Geschäftsmodelle neu in den Markt zu treiben. Aber auf der anderen Seite muss man sich natürlich auf eine gewisse Nachfrage vorbereiten und das tun wir. Man muss doch die Marktnische sehen, die man hat. Also Mikro-KWK, die kleinen Anlagen, Lichtblick sind ja große Anlagen, 50 KW-Anlagen, so mehr Familienhaus, da gibt es gar nicht so viele Häuser, für die passen. Gibt es bei unseren Erhebungen nur ungefähr 200.000 Häuser, wo man die sinnvoll einbauen kann. Dann ist 100.000 schon sehr gewagt als Absatzprognose. Mikro-KWK, das ist das Potenzial sicherlich deutlich größer. Wir selber, bei uns können Sie schon kaufen, wenn Sie haben wollen. Also jemand Interesse dran. Wir erwarten etwa 200.000 Anlagen, die sich da für uns jedenfalls als Absatzpotenzial ergeben können. Und das ist schon was, nur wir überlegen ja auch immer, wie viel können wir von dem, was an anderer Stelle wegfällt, über sowas ersetzen etc. Oder kann das mal ein Kraftwerk ersetzen? Ja und nein, ein Kraftwerk kann es ersetzen, aber es kommt eben insgesamt eine beschränkte Menge zusammen. All das braucht man, weil nicht jedes Haus eignet sich zur Wärmedämmung. Darum war das eben natürlich auch ein bisschen sehr schablonenhaft formuliert. Und deswegen brauchen wir diese Vielfalt und die bieten wir an und darüber werden wir auch in Zukunft unsere Kunden an uns nicht binden, sondern für uns gewinnen können. Früher ist es so schön, Kundenbindung, heute heißt es wirklich, wir wollen die gewinnen, wir wollen sie überzeugen. Und was wir nicht vergessen sollen, wir werden weitere Fortschritte machen und das haben wir selber unterschätzt, in Technologien, in Kostendegressionen, auch bei der Erneuerbaren, auch bei solchen Anlagen, wenn sie sich weiter durchsetzen, da bringt die Menge dann doch nochmal Innovationskraft rein. Aber ohne Förderung nach dem KWK-Gesetz, das es ja nur auch opulent gibt für die Mikros demnächst, funktioniert das alles nicht, ne? Ohne Anschubfinanzierung wird es nicht funktionieren. Umgekehrt, es gibt Kunden, die einfach sagen, ich finde das gut. Ja, ich mache das, Sie müssen auch kein Mercedes fahren, Sie können auch VW fahren, ohne das jetzt abqualifizieren zu wollen. Insofern, es gibt Menschen, die haben das einfach gerne und wir glauben immer, genau wie bei der Photovoltaik, es gab genügend Menschen, die haben gesagt, ich mache das, sogar ohne subventionieren, weil es für die Umwelt gut ist. Ich glaube, dass wir diesen Gedanken etwas verloren haben in unserer ganzen Diskussion, dass man auch da vielleicht etwas mehr auf diese Freiwilligkeit und Eigeninvestitionen und sowas setzen kann, als man vor Jahren oder ich mein Haus gebaut habe, einen Brennwertkessel reingesetzt und eine Hochwärmedämmung gemacht und so, rechnete sich das auch nicht. Ich wollte es trotzdem machen, weil es sinnvoll war und weil die Mehrkosten überschaubar waren. Energiepolitischer Altruismus. Ja, weiß ich nicht, ist einfach vielleicht auf längere Zeit gedacht oder sonst sowas. Aber ich glaube, das sollten wir wieder mehr auch sehen und nicht immer nur fördern, regulieren, fördern, zurückfordern und sonst was machen. Das führt in eine Spirale, die wir nicht mehr überblicken. Mhm. Herr Wurster, ein Thema bei dieser Frage der Mikro- und KWKs-Anlagen habe ich noch gar nicht so richtig verstanden. Vielleicht können Sie mir einen Hinweis geben, wo mein Problem liegt. Wenn Sie Grundstücke zurückgeben, weil Sie sagen, auf absehbare Zeit ist es nicht wirtschaftlich, ein Gaskraftwerk zu bauen und Sie kaufen ja das Gas aus dem dicken Rohr ein. Wie kann es dann für mich wirtschaftlich sein, in meinem Keller aus Gas, aus dem ganz dünnen Rohr, was ja noch viel weiter geschoben werden muss, Strom zu produzieren? Ja, Sie haben dann die gleiche Volatilität in den Märkten, weil Sie ja dann auch Stromproduzent sind. Das heißt, Sie brauchen einen hohen Strompreis, einen niedrigen Gaspreis, also vernünftigen Spread. Und Sie brauchen eine Anschubfinanzierung, so wie Herr Dr. Schmitz es beschrieben hat. Und wenn Sie das nicht haben, wird sich das nicht rechnen. Und wenn wir uns momentan die Entwicklung der Gaspreise ansehen, dann ist das ein positiver Effekt, aber die Strompreise sind einfach zu gering. Das heißt, die Problematik einer großen Anlage können Sie 1:1 runterrechnen auf eine kleine Anlage. Sie haben einen Unterschied. Ja. Sie sind der eigene Abnehmer, insofern können Sie das Abnahmeverhalten steuern und haben es selbst in der Hand. Wenn Sie nicht genug läuft, die Anlage macht das Fenster auf. Super. Also fast ein schönes Schlusswort, meine Damen und Herren, oder? Also deswegen trauen Sie nicht dem RWE, kommen Sie zu den wahren ökologischen Unternehmen. Könnte natürlich jetzt auch Kombinatsvergleiche anfangen zu ziehen, da wir ja in Berlin sind. Genau. Vielen Dank, meine Herren. Vielleicht zum Schluss, wir sind so am Ende der Zeit, die uns vorgegeben war, angekommen. Lass uns mal einen Blick nach vorne gucken, werfen. Also ich habe jetzt beispielsweise mitgenommen von Ihr Hinweis, diese Mikro-KWKs wäre ein Beispiel für extreme dezentrale Stromerzeugung. Wird aber wahrscheinlich nicht funktionieren, weil nicht wirtschaftlich. Braucht man also andere Möglichkeiten des Anschubs oder des Altruismus. Die Leute müssen überzeugt werden, selber was zu tun. Vor dem Hintergrund, wie wird sich Dezentralität und zentrale Versorgung, so wie das energiewirtschaftlich verstanden wird und nicht in der
meiner Eingangsdefinition bis 2025, 30 weiterentwickeln? Also ich bin absolut davon überzeugt, dass wir die Ausbauziele in den Erneuerbaren erreichen werden. Wir werden sie sogar übertreffen. Jetzt bis auf dieses Spezialthema der stromerzogenen Heizung, Photovoltaik werden wir erreichen. Herr Dr. Schmitz hat angesprochen, wenn wir da die Preisentwicklung in den Modulen sehen, da wird viel mehr passieren, als wir uns das momentan vorstellen können, auch ohne üppige Förderung. Das muss man einfach. Heute hat jemand auf dem Podium hier gesagt, die Regulierung des EEG kommt gar nicht dem Markt hinterher, weil der Markt viel günstigere Panels heute anbietet. Also da wird viel mehr passieren, auch im Windbereich wird viel mehr passieren, wenn man das ganze Thema Repowering sieht und so weiter. Also die Ausbauziele werden erreicht werden. Das Grundproblem, ich kann das natürlich nicht so gut, ich möchte jetzt auch nicht in eine Diskussion zwischen Technik und Juristen geraten, da kann ich nur verlieren. Ich schlafe mich mal vorsichtig auf die Seite. Sie sind an meiner Seite. Wir helfen uns gegenseitig. Ich gehe mal auf die Seite von Herrn Dr. Schmitz, weil er ein guter Techniker ist. Die Problematik wird sein, das zu integrieren und abzusteuern in die Netzinfrastruktur. Das haben wir heute auch überall gehört. Und das wird, glaube ich, die zentrale Herausforderung in der Zukunft sein. Die Ausbauziele, sage ich nochmal, erneuerbare, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass wir das nicht erreichen können. Dr. Müller nickt schon. Sie stimmen dem vollumfänglich zu. Ja, ich stimme dem zu, auch als Jurist, kann dann auch gleich den Bogen dazu schlagen. Deshalb habe ich vollumfänglich direkt gesagt, um Sie als Juristen anzusprechen. Ja, ja. Obwohl ich eigentlich immer sage, ich war das bis vor 10 Jahren, aber man verliert es ja vielleicht tatsächlich nicht ganz. Das wird nämlich das, was Herr Woste gerade richtig beschrieben hat, das wird ja dazu führen, dass wir uns vom Ende gedacht her mit der Frage befassen müssen, wie entwickeln wir denn das EEG weiter? Und das meine ich, muss man vom Ende her denken, weil wenn wir in eine Welt wollen, in der wir 80% Erneuerbare haben, dann dürfen wir uns nicht vorstellen wollen, dass die über das gleiche EEG noch gefördert wird, wie wir es heute haben. Dann haben wir gar keinen Markt mehr. Das EEG war richtig und ich glaube, es ist auch heute noch richtig, aber wir müssen auf dem technischen Weg dann auch die Frage beantworten, wie führen wir erneuerbare Energien hin in Markt, in wettbewerbliche Strukturen. Dafür ist das Marktprämienmodell, was wir jetzt haben, ein erster Schritt. Es zwingt nämlich die erneuerbaren Energien, sich mit Markt zu befassen, solange sie noch nicht marktfähig sind. Und den Weg gilt es weiterzuentwickeln. Herr Woste, direkt nochmal da kurz dazu. Ja, ich mache mich jetzt am Ende einfach mal unbeliebt. Das EEG ist ja ein Heiligtum, habe ich heute gelernt. Also eigentlich darf man sich daran nicht vergreifen. Aber wir müssen in der politischen Diskussion zu dem Punkt kommen, wann wir den Stecker ziehen, um im Bild zu bleiben. Also die Marktteilnehmer müssen wissen, dass es einen Tag geben wird, an dem wird es dieses komfortable Gesetz nicht mehr geben, das heißt Einspeisung ohne Risiko und quasi komplette 100%ige Absicherung. Und dann bleiben wir aus Sicht der Tüger auch bei der Forderung, ein Modell zu diskutieren, wo Marktteilnehmer 100% gesicherte Leistung am Markt anbieten müssen. Also der Erneuerbare soll sich einen Partner auf der konventionellen Seite suchen, der Konventionelle muss Erneuerbare mitnehmen und dann wird man auch ganz andere Lösungen entwickeln können. Und da bin ich auch der Auffassung, da wird Markt dazu führen, dass neue Innovationen, neue Ideen entstehen werden. Wenn wir das 100% über das EEG laufen werden, werden wir es erstens nicht bezahlen können und zweitens wird es diese Innovation in der Entwicklung auch nicht geben. Wenn ich das mal übersetzen darf, damit es in die richtige Schablone passt, heißt das, was Sie gerade gesagt haben, Quotenmodell. Ja, das wäre bei den Konventionellen wäre es eine Quote und bei den Erneuerbaren, der Erneuerbare muss, wenn er anbietet, in der Lage sein, 100% gesicherte Leistung anzubieten. Da er das nicht kann, braucht er einen Partner, ob er einen BHKW nimmt oder ob er ein Großkraftwerk nimmt oder was auch immer. Das ist erstmal das Gedankenmodell. Und wie man das dann umsetzt, natürlich auch in Steuerung, in Netzsteuerung und so weiter, sind ganz darunterliegende Fragen. Aber die Welt muss sein, wir ziehen irgendwann den Stecker, es gibt dieses EEG in dieser Form nicht mehr und beide Marktteilnehmer müssen sich im Markt arrangieren, um Modelle entwickeln. Anders wird es auf Dauer nicht funktionieren, unserer Meinung nach. Wobei das keine Verbandsposition ist, mir nochmal sehr wichtig, sondern es ist eine reine Tügerposition, weil wir im Verband zu diesem Thema uns noch keine Meinung gebildet haben. Die Kollegen, die mitschreiben, werden das schon richtig zuordnen können. Ja. Herr Schmitz, Stecker ziehen ist für einen Stromhersteller natürlich ein schönes Bild, was Herr Woste gerade gebraucht hat. Ist es richtig, ist es notwendig, dem EEG den Stecker zu ziehen? Der Mechanismus wird, genau wie der Kollege sagt, langfristig keine tragfähige Basis sein. Wir hatten heute die Diskussion schon, wenn ich über Kapazitätsmärkte, über ein anderes Marktdesign nachdenke, da muss ich in diesem Gedanken auch das EEG mit einschließen, sonst kommt kein sinnvolles, gesamthaftes Ganze raus. Das haben wir schon festgestellt jetzt beim Emissionshandel, dadurch, dass man die Dinge parallel gefahren hat, dass es nicht funktioniert. Und ich möchte nur für eins noch werben.
Wir sollten nicht irgendwelche Ziele immer verabsolutieren. Wir hatten mal dieses Ziel, das gibt es immer noch, jede erzeugte erneuerbare Kilowattstunde muss ja eingespeist werden können. Damit bauen Sie ein Monsternetz aus, was kein Mensch braucht, was Sie sehr viel billiger machen können, indem Sie eben nicht jede einspeisen, sondern auch mal abschalten können, diese Anlagen. Also wir müssen ein bisschen aufpassen, da gibt es so viele Dinge, und das ist auch wie mit dezentral und zentral, die so absolut sind. Ne? Also ich muss immer alles, und dann die deutsche Gründlichkeit und Pünktlichkeit und was es alles so gibt, und die hilft hier nicht weiter, die hilft wirklich nicht weiter. Wir müssen schauen, wie wir kostenoptimal zu Lösungen kommen. Denn das Geld ist eine sehr begrenzte Ressource. Und ich habe den Eindruck, dass es immer noch nicht angekommen ist, dass Geld auch eine Ressource ist. Nicht nur fossile Brennstoffe, nicht nur erneuerbare Energien. Das Geld ist im Moment unsere begrenzte Ressource. Und damit wir da mehr bekommen, das können wir uns selber gar nicht leisten als Unternehmen, brauchen wir die Akzeptanz, brauchen die Mithilfe von vielen Bürgern, brauchen die Mithilfe von Rentenfonds, was es sonst noch gibt, nur mit deren Geld. Wenn die uns vertrauen, dass wir ein sinnvolles Konzept haben, was langfristig tragbar ist, nur damit können wir eine Energiewende verwirklichen. Und nur dann, und dazu müssen wir ein sinnvolles Konzept liefern, werden wir Erfolg haben. Es dauert nicht mehr lange, dann tagt der Vermittlungsausschuss vom Bundesrat und Bundestag. Eine ganze Latte von Themen, unter anderem EEG steht da ja auf der Tagesordnung drauf. Und bei der Photovoltaik ist ja schon geplant, dass künftig nur noch 90% eingespeist werden sollen, beziehungsweise nur noch 90% des Eingespeisten finanziert wird. Vielleicht ist das ja schon mal ein erster Schritt in die Richtung, die Sie gerne beschritten sehen wollen. Meine Herren, vielen herzlichen Dank, dass Sie munter mit mir geplaudert haben. Jetzt wird hier abgeräumt und jetzt gehen wir alle einen Schritt zurück und dann wird ein neues Podium aufgebaut. Herr Wursten, nochmal vielen Dank. Weitere Informationen und Podcasts unter bdew.de/kongress.